Herzlich willkommen, liebe Leute. Ja, es ist das zweite Projekt, das ich jetzt endlich starten werde. Ich habe ja jetzt auch Semesterferien, ein bisschen mehr Zeit dafür. Und ja, ausgesucht habe ich mir diesmal einen GameCube-Titel. Und ich bin mal gespannt, ob er euch gefallen wird. Einige werden wahrscheinlich schon erkannt haben, was es ist. Ich gehe mal auf Deutsch, damit wir auch verstehen, was gesprochen wird. Herzlich willkommen zu Beyond Good and Evil. Ja, dann schauen wir nochmal in die Optionen rein. Das ist alles in Ordnung. Untertitel brauchen wir nicht. Ja, das passt soweit alles. Okay. Ja, warum habe ich mich für dieses Spiel entschieden? Ich habe es schon länger nicht mehr gespielt und dachte mir, das wäre vielleicht ganz nett. Es ist auch eines der Spiele, die leider etwas untergegangen sind und trotzdem heute einen relativen Hype genießen, wenn es darum geht, dass der Nachfolger angekündigt wurde, etc. pp. Da weiß man ja auch nichts Neues. Naja, wir starten einfach mal. Und go. Der Krieg steht nun vor den Toren von Hillis. Dieser friedliche Bergbauplanet in System 4 wurde komplett von der Doms-Armada eingekreist. General Keck, Oberbefehlshaber der Alpha-Truppen, möchte die Gelegenheit wahrnehmen, sich ein letztes Mal an die Bevölkerung zu wenden. Treue Hylianer! Der bevorstehende Kampf wird schwierig. Aber dank der Alpha-Abteilung werden sie... Sie kommen! Schnell, spring auf! Sag es, Paige. Ich kümmere mich um den Schiff. Los, mach schon! Schild aktiviert. Schild deaktiviert. Auf Ihrem Optima-Konto fehlen 350 Einheiten. Die Stromzufuhr wurde unterbrochen. Das kann doch nicht wahr sein. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja, und schon geht's los. Ich kümmere mich darum, bringt euch in Sicherheit. Versteckt euch, Kinder!
Wie ihr seht, geht es gleich actionreich los. Ich erzähle gleich mehr dazu. Damit können wir die Reparatur des Hovercrafts bezahlen. Hey, Sekundo, kannst du das mal für mich scannen? Okay, Jade. Eine Perle von Aramis. Bueno, Jade. Aber Vorsicht. Ich habe dich nach dem Kampf durchgecheckt und bemerkt, dass etwas in dein Psychokarma eingedrungen ist. Alpha-Abteilung, Patrouille 21. Alles klar. Sie können gefahrlos nach oben. Nach Ihnen, mein Herr. Natürlich, immer pünktlich. Ja, nach diesem actionreichen Anfang. Erstmal Aliens hier aufgetaucht in seltsamen, ja, meteoritenartigen Shuttlen. Ja. Hier auf Hillis hat der Krieg sein grausiges Gesicht gezeigt. Viele Zivilisten fielen ihm zum Opfer. Zum Glück trafen unsere Eliteeinheiten wieder einmal gerade rechtzeitig hier ein. Ich berichte live aus dem Refugium am südlichen Leuchtturm. Hier wurden einige der Kinder, deren Eltern gefangen genommen wurden, von zwei tapferen Hillianern in Sicherheit gebracht. Ein paar Worte für unsere Zuhörer? Ihr Jungs seid nicht unbedingt die Allerschnellsten. Macht weiter so und nächstes Mal ist vielleicht nichts mehr übrig, was gerettet werden kann. Schnitt! Hey, Opa, bleib locker. Verbrennt ihr bloß nicht den Mund. Okay, Jungs, das war's. Packt zusammen. Danke, Paige. Wenn du nicht gewesen wärst, ich... Jade! Großer Gott, stell das Serum! Jade! Oh. Paige! Sie ist okay, sie wacht auf! Oh, Jade! Wie geht's dir, mein Schatz? Mir geht's gut, Paige. Gut. Immer noch keine Energie? Nein. Und ohne den Schild sind wir ein gefundenes Fressen für alle Voraks in der Nähe. Was für ein Pessimisto. Euer ergebener Diener Sekundo hat die Lösung eurer Geldproblemos gefunden. Sekundo, wir sitzen hier fest. Ohne Hovercraft und ohne Schild. Optima hat uns den Saft abgedreht. Das Konto ist leer. Einheiten? Du brauchst Einheiten? Dann komm zu Sekundo, schöne Senorita. Hör zu. Die Senorita-Direktorin vom Forschungszentrum will eine Aufstellung aller Tiere auf diesem Planeten. Wie gibt ihr mucho dineros für alle Fotos mit kleinen Tieren drauf? Mira, dieses Vieh zum Beispiel. Mach ein Foto davon und tata, mucho Einheiten verdient. Sogar dein Hund interessiert sie. Mal wieder einer von deinen Superplänen, Sekundo? Schätze, ich muss mal deine Schaltkreise checken. Wer sollte sich jetzt für sowas interessieren? Wir stecken mitten in einem Krieg! Du verstehst nada, Speckschwarte. Die Kontrolle über die Spezies ist mucho importante. Jade, geh und hol dir deine Kamera zurück. Dann werden wir sehen, ob Sekundo Pepperoni in deinen Schaltkreisen hat. Adios, Muchachos. Ich habe deine Kamera gefunden, Jade. Ich lege sie hier hin.
Kamera bereit. Jetzt liegt es an dir, Jade. So, dann machen wir mal ein Foto von diesem Marienkäfervieh. Adalia Octopunctata. Hallo Jade, wir benötigen eine komplette Auflistung aller hier lebenden Tiere. Viel Glück. Die doofen Doms werden uns alle holen. Wir werden alle sterben. Hab keine Angst, hier im Leuchtturm bist du sicher. Okay, abgelegt. Viel Glück mit dem Rest. Okay, Jade. Ich überweise die Daenerys an diese miesen Optima-Typen. Stromzufuhr wiederhergestellt. Danke, dass Sie sich für Optima entschieden haben. Schild aktiviert. Gute Arbeit, Jade. Ich guck mal, ob wirklich alles wieder funktioniert. Komm mal hier runter. Hier ist eine Mission für dich. Jade, reporting. Mission M-Disk liegt bereit. So, jetzt nach diesen ganzen Zwischensequenzen kann ich vielleicht auch mal ein bisschen was über dieses Spiel erzählen. Ach ja, übrigens, sehr interessant, was im Radio so alles kommt. Hören wir einfach mal zu. Ein Bruder, ein Sohn. Genug ist genug. Tretet der Alpha-Abteilung bei und mit vereinten Kräften werden wir triumphieren. Tretet der Alpha-Abteilung bei und lernt den Geschmack des Sieges kennen. Geht zu unserer stolzen Hylianischen Armee. Sie werden euch zu uns bringen. Sie werden euch zum Sieg führen. Eilmeldung. Der Krieg, als wären sie dabei. Die Doms haben ihre Angriffe auf Hillis verstärkt. Trotz unserer Schutzschilde haben die Geschosse des Feindes hohe Verluste unter der Zivilbevölkerung gefordert. Der östliche Stadtbezirk wurde schwer getroffen. Die Alpha-Abteilung hat mehr als 800 Opfer evakuiert. Eilmeldung. Der Krieg, als wären sie dabei. Die Mamago-Werkstatt in der Südbucht wurde während des letzten Angriffs der Doms beinahe zerstört. Dank des couragierten Einsatzes der Alpha-Abteilung konnte eine Katastrophe verhindert werden. Besucht unsere offizielle Website für weitere Infos. www.hillianews.com. Die Doms haben den südlichen Leuchtturm angegriffen. Hier unser Exklusivbericht. Hier auf Hillis hat der Krieg sein grausiges Gesicht gezeigt. Viele Zivilisten fielen ihm zum Opfer. Zum Glück trafen unsere Eliteeinheiten wieder einmal gerade rechtzeitig hier ein. Ich berichte live aus dem Refugium am südlichen Leuchtturm. Hier wurden einige der Kinder, deren Eltern gefangen genommen wurden, von zwei tapferen Hylianern in Sicherheit gebracht. Ein paar Worte für unsere Zuhörer? Ja. Ihr Jungs seid unbedingt die Allerschnellsten. Also, ihr habt es gemerkt, die Propaganda-News wirken. Bravo, Jade! Ja, es werden einfach mal so Sachen rausgestrichen und schon wird aus einem Interview, also zumindest aus einer Aussage, wird einfach das Gegenteil gemacht. Kann es. Super Exemplar. Bild gespeichert. Ich kann jetzt nicht spielen, okay? Oh, nein, Wurf, nein! Ach ja. Dieses Spiel ist, ein Spiel von dem Rayman-Macher, Michel Ancel.
schönes Bad. Zum Glück gibt es die Alpha-Abteilung. Sie werden uns beschützen. Sei tapfer. Wir müssen stark sein. Ich habe keinen Code dafür. Also keine Ahnung. In HD muss das natürlich wesentlich besser aussehen, gerade diese Zeichnungen hier. Aber es gibt ja eine HD-Variante, für alle, die es interessiert, auf der PlayStation 3 und auf der Xbox 360 könnt ihr euch das Spiel runterladen, über den eShop. Wir nehmen einfach mal alles mit, was wir hier finden. Und nun eine Ansprache von General Keck, Inhaber der Alpha-Abteilung, der uns an unsere Pflicht als loyale Bürger. Man hätte sie auch ganz normal öffnen können, aber das wäre ja langweilig gewesen. Schauen wir weiter. Ist hier sonst noch irgendwas? Weg. Zweit. Ich glaube, wenn ich näher rangehe, verbuddelt es sich. Okay, passt. Priodontes campestris. Was auch immer. Ein Feldarmadillo. Die werden sehr selten. Noch drei, dann habe ich endlich ein weiteres Objektiv. Also ein Zoom-Objektiv. Aber erstmal muss ich meinen Hund hier fangen. Wo ist er denn? Da ist er. Verdammt. Du hast verloren, Flohtransporter. Jetzt gib sie mir zurück. Muy bien, ist digitalisiert. Kebabs. Sehr schön. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas finden. Boah, hier geht's abwärts. Würmchen. Lampyris campestris. Sehr schön. Luziolen. Wunderbar. Ich brauche noch ein bisschen Geld. Beziehungsweise noch ein paar Tiere. Ja, okay, ich gebe zu, das Meer sieht nicht so hübsch aus. Sternbilder können wir auch betrachten.
Jade reporting. Mission M-Disk liegt bereit. Auf zum Hangar. Auch ein Computer, den wir wahrscheinlich auch wieder nicht bedienen können, weil uns das entsprechende Passwort fehlt. Was sind denn hier unten? Hier sind unser Hovercraft. Und hier sind Brustkapseln. Ist digitalisiert. Perfekto, ich hab's gescannt. SOD. Keine Ahnung, wofür das steht. Oh ja, richtig. Die Batterien sind tot. Gehen wir erstmal zu Page. Ist du's, Jade? Wir haben gerade eine M-Disk bekommen. Vielleicht noch einen Job für Jade Reporting und Company. Wenn du sie direkt einlegst, könnte ich versuchen, diesen Decoder einzustellen, der seinem Meister nicht gehorchen will. Vielen Dank für die ganzen wichtigen Informationen. Noch eins oder zwei, ich weiß nicht genau. Dann bekomme ich endlich. Sobald du 8 Fotos gemacht hast, kannst du einen Digital-Zoom laden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, noch eins dann. Ein Tierchen fehlt mir. Gut gemacht, Jade. Nix. Eilmeldung. Der Krieg, als wären sie dabei. Die Mamago-Werkstatt in der Südbucht wurde während des letzten Angriffs der Dops beinahe zerstört. Dank des. Hallo, Miss Jade. Ich bin im Auftrag von Mr. de Castellac hier. Der Krieg ist eine Katastrophe für uns alle. Mr. de Castellac möchte Ihnen einen sehr delikaten Auftrag erteilen. Sollten Sie annehmen, machen Sie sich bitte so schnell wie möglich auf den Weg zur alten Mine auf der Schwarzen Insel auf der anderen Seite der Stadt. Da er sich des damit verbundenen enormen Risikos bewusst ist, wird Mr. de Castellac Sie großzügig belohnen. Bis bald. Kennst du diesen de Castellac-Typen? Geh nicht dorthin, Jade. Es riecht nach einer Falle. Bist du loco? Wir brauchen Dineros, um uns vor diesen stinkigen Doms zu schützen. Keine Sorge, Paige. Wenn du nicht willst, gehe ich allein. Nein, es ist... Okay, wir gehen zusammen. Aber ich bleibe in deiner Nähe, ob es dir passt oder nicht. Sekundo, check den Computer und zieh die Informationen runter. Dann kannst du dir es ansehen, Jade. Und ich werde versuchen, das verdammte Hovercraft wieder ans Laufen zu bringen. Wenn ihr mich nicht hättet, würde hier alles auseinanderfallen. Übrigens... Du verbunden. Ja. Der Krieg zeigt sein hässliches Gesicht auf eurem Planeten. Mit Hilfe der Verräter von... Ein Schambolzen, so wie er aussieht. Ja, eines der wenigen Spiele, wo ich finde, die haben wirklich eine, das wirklich eine gute deutsche Sprachausgabe hat. Ich weiß nicht, ob es an Ubisoft liegt. Prince of Persia ist auch von Ubisoft und die haben eigentlich auch eine relativ gute Sprachausgabe bekommen. Also die Sands of Time Trilogy.
Aber kein Vergleich zu dem hier, das ist echt richtig toll geworden. Auf die Karte. Was wollen Sie denn? Zyklonkarten. So, habe ich. Also Doktor, wie lautet die Diagnose? Schieb mir das Teil mal. Ich komm schon, Jade! Jade, Reporting und Co. müssen... Okay, los geht's. Am besten wir fahren direkt zur Mamago-Werkstatt. Oh Mann, Mr. Hovercraft geht's gar nicht gut. Es muss halten, bis wir bei Mamago sind. Wir haben, was wir brauchen. Aber wir fahren erst zu Mamago im nächsten Teil. Tut mir leid, wir haben jetzt nicht so viel geschafft im ersten Teil, wie ich mir vorgenommen hatte. Allerdings, ja, im nächsten Teil wird es dann etwas weiter in das Abenteuer reingehen. Und vielleicht werde ich dann auch mehr quatschen oder so. Mal schauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Bis gleich.